Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja. So, wir heute hier alle versammelt sind. Ganz leicht, ich werde heute mal eine Folge bauen. Der Anlass dazu ist Minecraft Zerg, der demnächst starten wird. Und zwar soll diese Falle möglichst klein und kompakt sein. Das bedeutet, das Ganze hier so, die andere Richtung da. So, jetzt muss ich hier das Ganze hier so möglichst genau daran. Hier. Ja, wenn es klappt, soll die Falle eigentlich sehr explosiv sein und ja, das reicht jetzt mal fürs Erste. Ich möchte da jetzt nichts kaputt machen, deswegen so. Jetzt gebe ich mir kurz einen Structure Block. Wie die, kennt ihr die noch? So, ich das jetzt hier so machen, dass ich auch einen Structure Block haben möchte, um das Ganze einfach kurz zu speichern. Das passt, das ist ein ähnlicher Daten speichern, laden, Ecke. Konstruktionsname ist A. Falle 2x1. Und hier unten mache ich noch einen hin. Daten. Ecke. Fertig. Der heißt. Nee. Nee, Mann. Der ist eine Ecke geworden. Ja. Das ist übrigens die Küche im Hintergrund, also Falle 2x1. Falle 2x1 sollte eigentlich jetzt hier Flammen gehen. Nee. Erkennen. Okay, das Ganze wurde mal richtig erkannt, gut. Unsichtbare Blöcke anzeigen. Objekte erkennen. Speichermodus in Datei speichern. Größe und Position erkennen. Objekte ziehen. Speichern. Fertig. Speichern. Okay, sollte also geklappt haben. Wenn ich nämlich jetzt hier, das ist die Falle. Ich mache mal kurz hier für euch das Latte. Tada! Das ist die ganze Falle eigentlich. Eine riesige Explosion. Und das wird man im Survival ziemlich sicher nicht überleben. Wenn ich daraus jetzt einen Laden gemacht habe, Laden, habe ich das Ganze wieder. Was ja sehr praktisch ist. Das reicht schon aus. Wenn ich jetzt einfach, das hier ist ja ein Laden. Also, mache ich ja kurz einen Knopf an. Dann haben wir hier die Falle 2x1 zum Laden. Hier, das ist die ganze Falle. Sie explodiert aber aus irgendeinem Grund sehr schnell. Ach ja, der Block dort zensuriert. Ja, das ist etwas dumm. Ja, wie ihr die baut, habe ich ja bereits gezeigt. Ist einfach, dafür braucht ihr, wenn ihr jetzt in einer Höhle seid, dazu simuliert einfach kurz so eine Höhle. So, ein bisschen hier.
Jetzt findet ihr hier klar bei Surf beim Anfang eine nicht wirklich relevante Falle. Ist allerdings auch gut im Netherbau, so ein bisschen Diamanten. So. Das hier sollte jetzt so richtig sein. Ne, so. Ja. Und hier. Mein Sprite ist einfach kurz errichten. Jetzt hier, so auf der Seite. Ganz viele dran. Das ist eine sehr simple Falle. Es gibt noch eine zweite Variante, die hat dann Instant TNT. Die wäre dann noch etwas gemeiner. Das reicht jetzt mal für einen kleinen Test. So ein bisschen hier dazu. Da wieder ein paar Diamanten kurz. Einfach so zur Tarnung. Dann denkt sich der feindliche Spieler, ja, endlich Diamanten. Baut hier ab. So. Hm? Da höre ich doch was. Oh. Und tot. So läuft das Ganze. Ein riesiger Krater. Und wenn man das mit Instant-TNT machen will, das mache ich mir dann später mal noch, so ein kleiner Zeigeteil für eine Höhle. Und ja, das kann ich mir ja ein anderes Mal noch bauen, so privat. So, ohne Off-Cam. Oder wann nehmen wir jetzt so ein Fast-Video? Also, Zeitraffer. So ein bisschen so. Hier, da haben wir jetzt das. Und hier machen wir die Diamanten rein. Hier. Für die schnell zündende Variante braucht ihr das hier. Braucht ihr den hier noch. Den packen wir in die Nummer 8. Und dann braucht ihr die schnell zündende Variante auch noch. Wo ist das Feuerzeug? Ja, das hier packen wir in die Nummer 9. Okay. Für das braucht ihr dann 3 Platz. Die Falle kennt man ziemlich sicher auch, die ist mir aber in der Schule einfach eingefallen. Deswegen mache ich die jetzt einfach mal vor. Da braucht ihr dann hier. Ach, der Diamant muss schon hier sein. Bis das Ganze zu platzieren. Dann hier noch ein. Um das Ganze zu Instant-TNT umzuwandeln. So. Wir legen das Feuerzeug zur Sicherheitsgründen mal noch nicht hinein. So. Ja. Jetzt gibt es erstmal viel TNT hinein. Das sollte allerdings jetzt einfach mal zum Vorzeigen gut reichen. Ach, wisst ihr was? Das Ganze kurz leichter. Das hier weg. Ja. Jetzt wird es sehr riskant. Denn wenn ich jetzt Fehler mache, fliegt das Ganze mir um die Ohren. Hier noch kurz das ganze Feuerzeug hineingeben. Und hier wieder so Tarnung. So, bisschen hier. Jetzt so ab und je, ich habe Diamanten. Tada! Instant TNT. Direkt explodiert und keine Chance aufs Überleben. Das ist Ziel eine Sache. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, sieht man das Ganze auch noch. Einmal direkt ausgelöst natürlich. Tada! Wenn ich hier so einen Blockstapel hinbauen würde, würde es dann nicht direkt ausgelöst sein vielleicht. Man weiß ja nicht. Nee, doch. Ja, da kann ich wie gesagt nichts machen, da das Ganze geladen wird. Das ist vermutlich ein Bug oder ist absichtlich. Ja, 2 Fallen. Kurz noch Tag gemacht und ja, ich überlege mir auch demnächst mehr Fallen. Und ich beginne mal ein bisschen mit deiner kleinen Höhlenkulisse. Könnt ihr
ja, überspringen. Ich, für die, die jetzt abschalten, was mache ich schon selber? Und dann ciao, Leute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, und für die, die jetzt nicht abgeschaltet haben, noch Bock haben zu sehen, wie ich das Ganze baue. Ich mache hier eine Kulisse. Die soll so sein. So. So eine kleine Höhle. Fast ein bisschen hoch. Ja, das mache ich jetzt doch nicht schneller, denn man kann ja auch mal sehen, für die, die mitbauen wollen, habe ich auch schon ein paar Leute gesehen, die das Ganze immer mitbauen wollen. So, passt. Dann hier eine Linie. So durchziehen. Nee, Autojump ist jetzt nicht wirklich an, oder? Doch. Ja, ihr seht, meine Empfindlichkeit ist extrem hoch, wie immer. Machen wir hier das Ganze nachher höher. So und so. Hier kommt jetzt das hin, also muss ich das hier so rüber verschieben. Falls das Ganze übrigens zu lange geht, werdet ihr das in einem anderen Video sehen. Was dann, glaube ich, schon fast im ersten Advent sollte es gerade schon das sein. Kommen sollte. Also nach dem ersten Advent kommt. Ich habe halt leider keinen solchen Advents gelernt wie andere YouTuber. Aber ich finde, ist auch nicht schlimm. Mein Adventskalender ist immer bei Videos und vielleicht mache ich ja so, dass ich am 24. Dezember 10 Videos hochlade. Das wäre es noch. Wer weiß, vielleicht auch 24. Jeden Tag ein Video mehr. Oh je, meine Selbstmordversuch. Also nicht wie im Osten, weil das Ganze sehr knapp werden würde. So, dann brauche ich jetzt hier. Das hier brauche ich noch. Das sind so Kulissen, die ich jetzt baue. Hinten, also Stein brauche ich ziemlich sicher noch. Dann Erze. Auch. Cobblestone ist auch immer wichtig. Jeglicher Hinsicht. Dann hier noch ein paar Diamanten rein. Vielleicht noch ein bisschen Redstone, dafür Gold raus. Wir brauchen ja nicht wirklich viele Erze, es reicht eigentlich, wenn wir so und dann noch das Eisen von hier oben nochmals holen. Holz. Holz, Holz, Holz. So ein bisschen das. Dann das Ganze noch älter wirken zu lassen. Bemooster. Bemooster Buchtgestein. Und ja, reicht mal fürs Erste. Dann hier so und das Ganze so ein bisschen an der Decke her. Noch so kleine Redstone-Adern zwischendrin. So ein bisschen so, Tisch. Mache ich jetzt hier auch, so komplett nach Zufallsprinzip her. Kommt hier noch so ein bisschen dem hier. Dann hier so. So ein bisschen. Das ist jetzt noch so hingepuddelt. Ich werde das Ganze sicherlich irgendwann mal schön bauen. Das noch verschönern. Ist jetzt allerdings einfach mal besser als nichts, aber schlechter als gut.
Wenn ich das hier rein mache, ist es immer noch sehr dunkel. Warte mal, da könnte ich doch noch Holz und Erz reinhauen, würde ja wirklich nicht schlimm sein. Ah. Dann hier noch so ein bisschen der Wand drin, könnte man noch so ein Kohleerz rein. Würde sicherlich auch gut aussehen, wenn es noch ein bisschen Kohleerz in der Wand hat. Um mehr Abwechslung reinzubringen, noch ein bisschen Gold reinnehmen, Lapis. Ach, so eine Höhle hätte ich im Magel gefunden. Jetzt noch hier ein bisschen so gemooster Cobblestone. Ja, auch noch so. Das hier noch ein bisschen so und so. Das Ganze nicht ganz so schlimm aussieht. So schlimm sieht es jetzt da nicht aus, aber ich finde es ziemlich schlimm. Können wir doch eigentlich hier die Decke noch leicht erhöhen. Das dann für die Tests dann zum Beispiel, wenn ich jetzt auch gerade eine Falle baue, dann kann ich das einfach hier drin testen. Wie diese Falle dort, die ihr letztes Mal gesehen habt. Mache ich hier noch so ein bisschen sowas hier runter. Hier kann ich noch so Fetze reinhauen, so Diamant. Vielleicht und Gold. Zwei Gold, noch ein bisschen Lapis in der Decke drin. Da könnte man auch noch so ein bisschen Lapis rausschauen lassen aus dieser Ecke hier. Dann machen wir hier die Wand noch ein bisschen höher. So, weiter. Und das Ganze ein bisschen mehr. Eine Breite hier zu machen. Hintergrund hört man wieder die Kirchenglocke. So. Mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Lapis, dass es ganz ein bisschen authentischer aussieht. Ist nicht ganz schlimm, aber ja. Ein bisschen hier jetzt das runterkommen lassen. Und dann eine kleine Whetstone-Lampe dran hängen. Wo sind die hier? So ein bisschen. So. Nee. Ich nehme dafür einen Glowstone. Glowstone. Leuchtstein. Deswegen wollte ich eigentlich erst Leuchtstein geben. Das geht ja nicht. Dann noch hier. Unten kann man jetzt so, das Ganze ein bisschen besser aussieht. Und dann Falltür. Perfekt. Kann man es hier so. Sieht das Ganze nicht mal so schlimm aus. Dann brauche ich hier noch ein bisschen. Ach, das habe ich noch drin. Das normale Gestein. Mache ich hier noch ein bisschen so normales Gestein rein. So, so. Im Boden vielleicht noch ein paar Erze. Noch hier so ein kleines Lapis drin. Ach, sieht scheiße aus, ich weiß. Und noch. Das ist das Ganze. Sollte eigentlich bei Pflanzen sein, oder? Hier. Okay.
Und dann kommt er mir. Mach ich hier kurz so. Mach ich vielleicht hier noch so eine kleine Erzkette, die nach, also ein kleines Erz, das nach unten vorsteht, die auf den Seiten. Das hat so ein bisschen, das ist eine Seite und da kommen wieder die Ranken dran. Für 10 Minuten sieht es nicht mal so schlimm aus. Vielleicht hier noch ein bisschen Ranken. Ach so, für 10 Minuten nicht mal allzu schlimm. Dann scannen wir das Ganze noch kurz hier ein. Das ist die Ecke von K1. Ich scanne es ganz einfach. K1, Ecke von K1 und dann hier die Ecke K1, machen wir hier unseren Ladeblock hin, laden, speichern, K1, können. Jetzt ist eine Ecke K1. Jetzt gehen wir hier noch was kurz auf erkennen. Nee, das braucht noch ein bisschen mehr rüber. So, jetzt sollte es richtig erkannt worden sein. Nee. Mach ich hier extra 3 nach hinten. Kann ich nämlich hier noch ganz kurz die Wand breiter machen, dass die Fallen überhaupt drin Platz haben. Ach, das reicht eigentlich, wenn ich so 2 Blöcke verlängere. Finde ich so. Von außen muss das Ganze nicht gut aussehen. Eigentlich muss es gar nicht gut aussehen, da dort ja Fallen reinkommen werden, aber ich lasse es jetzt mal so. Irgendwie gehen die Structure-Blöcke in Vergessenheit, ist mir aufgefallen. Die wenigsten denken noch dran, dass es die gibt. Man vergisst die einfach irgendwann. Und beginnt wieder so kleine Dinge, die man ganz leicht mit Structure-Blöcken rüber kopieren könnte, sehr umständlich mit MC-Edit rüber zu kopieren. Dabei kann, weiß ich zum Beispiel ja jetzt sogar, wie man die Structure-Blöcke, die so kleinere Konstruktionen problemlos von der einen Stelle zu der anderen, also von der einen zu der anderen kopieren kann. Ist mir noch K1 gut. Dann erkennen wir das Ganze nochmals kurz. Hier. Ja, passt. Diese Seite passt auch. Boden sollte vermutlich auch passen. Speichern. Gut. Und wenn wir jetzt hier hingehen, einen Laden machen. So, hier. Laden, K1. Laden. Ah, finde ich gut. Laden. Ist gefunden. Und sollten wir jetzt hier ja unsere Falle einbauen können. Wenn wir jetzt hier so sind,
erzeugen wir hier jetzt unsere Falle, die wir ja vorhin hatten, problemlos einbauen können. Dafür brauchen wir einen Diamanten. Einmal das, dann einmal eine Schiene und einmal eine TNT-Logo. Also nicht einmal, sind viele Male in der Originalvariante, also in der Variante, die ich gemacht habe hier. Das sollte eigentlich bereits reichen. Mache ich jetzt mal kurz so. So wieder zum Diamantblock, kein Problem. So, das Ganze jetzt ein bisschen füllen. Reicht jetzt eigentlich auch. Machen wir hier wieder so. Und kurz raus. Jetzt gehe ich ins Inventar. Hier. So. Finde ich gut. Bedeutet denn jetzt hier, ich zeige das Ganze gleich mal in Survival hier. So. Kommt jetzt hier jemand? Gehen wir eben noch kurz foldieren hier. So ganz freundlich, wie wir hier sind. Foldier, sollte hier sein. 2. Dann nochmal. Dann Nummer 3. 4 und 5. So. Sind da. So. Gerade zurück. Gerade Föhnturm. Diamanterz, Diamanten. Oh fuck. Ja gut, das dürfte eigentlich nicht sein. Wieso bin ich so OP? Aber die Falle zerfetzt ordentlich was. Sie hatte diesmal sehr wenig TNT nur. Das Gute ist, wenn ich jetzt hier nochmal so auf Laden gehe, das Ganze repariert. Ich teste mal kurz noch, ab wie viel TNT denn das Ganze schön explodiert. Also wie viel TNT. Also ich mache diesmal tatsächlich viele TNT-Lohren rein. Den brauche ich jetzt diesmal auch. Das hier und ach stimmt, die kamen ja nur. Hier einmal. Ne, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich mache einfach wieder nur eine. Einmal so. Kurz hier mit dem so rundum. Das Ganze ein bisschen stacken lassen, stacken, stacken, stacken. Geht jetzt eine kleine Weile. Eine kleine große Weile. Ja. 30 Minuten wieder. Ist doch auch mal was. Oder vielleicht bei euch ja. Einmal 10, dann 20 Minuten. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt mal fürs Erste. Meine FPS sind auch schon niedrig geworden. FPS? Okay. Sterb nicht. 3, 8. Okay, 12. Ja, es hat auch nicht was zerfetzt. Das hätte man eher weniger überlebt. Ja. Lasch. Kann ich das Ganze hier wieder auflassen? Dann sehe ich mich auch kurz hier. So, hier, nein,
Lieblings-Tinte benutze. Das Tinte ist mein Lieblings-Tinte. Nee, ich nehme noch nur Red Stone Lamp. Ach, fuck it. Was machen wir? Schönes Jahr. Und ja, würde ich mit diesem letzten Schlussbild sagen. Ciao, Leute. Jetzt wie immer auf S gedrückt und dann noch was? Wisst ihr was? Wir waren kurz die Sekunden bis 31 Minuten, was wir gleich erreicht haben. Und zwar genau.